Einen wunderschönen guten Morgen nach Much, Rainer Braun. Hallo, wie geht's dir? Hallo, lieber Carsten. Schönen guten Tag nach Hamburg. Du sagst guten Morgen, ich sag guten Tag. Einigen wir uns in der Mitte. Es ist 11 Uhr. Mahlzeit. Du, sag mal, ein ereignisreiches Wochenende steht dir ja bevor. Du kommentierst wieder die Tourenwagen Classics am Nürburgring, oder? Ja, jetzt geht's dann ans Eingemachte langsam. Jetzt geht die ganze Mannschaft zum Nürburgring. Das ist der vorletzte Lauf. Dann ist nur noch Zolder Anfang Oktober. Und dann wird auch eine Entscheidung mal fallen in der Dauerauseinandersetzung Otto Rensing, Chris Nissen. Das hat ja nun eine neue Eskalationsstufe erreicht, in Assen rückblickend. Kann man es nennen, und, ja. Und mal gucken, wie die sich auseinanderdividieren. Da geht es nämlich um den Gesamtsieg zwischen ich den weiß. Beiden. Im Moment hat der Chris die Nase vorn. Da gab es dann auch einige Ungereimtheiten und Sportstrafe und Durchfahrtsstrafe, die nicht angetreten wurden vom Otto. Also da ist ordentlich Zunder in der Bude und ich bin mal gespannt, was da am Wochenende alles abgeht. Ich werde es von zu Hause aus kommentieren. Ich schaue auch mal, wo ich sehe, vielleicht live, vielleicht zu Hause. Ich entscheide es spontan. Also, mein Lieber, aber heute geht es nicht um M3s oder aus früheren Zeiten, sondern es geht um deine Autos. Und ja, wir haben uns gedacht, wir sollten eigentlich mal eine Folge machen, alle meine Rennautos, weil das waren ja so viele und vor allem, ich hatte ja dieses unverschämte Glück, dass ich immer wieder eingeladen worden bin, ein Auto zu fahren und immer wieder was Neues und was anderes. Und es vor allem, es hat nie was gekostet. Ich habe kein eigenes Geld in den Rennsport investieren müssen und dürfte trotzdem die schönsten Autos ihrer Zeit fahren. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist ein unglaubliches Geschenk für mich gewesen. Ich habe es auch dankbar angenommen und genutzt. Ich habe auch wenig kaputt gemacht. Es gab nur einen zerfetzten Formel V auf der Zündschleife. Wirklich in zwei Teile gerupft und es gab nochmal einen leicht beschädigten BMW, aber wirklich nur leicht und das war es aber auch schon mit meinem Schrott. Ich meine, also aus das ist gut. 20 Rennjahren kann man da mit der Bilanz, glaube ich, ganz zufrieden sein. Und ich habe allen Eignern ihre Autos wieder heil zurückgegeben, bis auf diesen einen Fall, wo eben der Kollege Winkler, mein Teamchef, einen Formel V als Stück hier übergeben hat und ich ihm als zwei Stücke zurückgegeben habe. Bist du für den danach nochmal gefahren? Ja, natürlich. Ich bin danach ja noch Super V für ihn gefahren, ein ganzes Jahr. Dann war es ja so schlimm auch nicht. Wir haben heute noch Kontakt. Der ist 82, 83 Jahre alt und ist jetzt von Monaco wieder nach Mannheim zurückgezogen und wir telefonieren häufig und schicken uns SMSen und WhatsAppen und was weiß ich alles. Der alte er nennt sich, hier, wenn er telefoniert, sagt er, hier ist dein alter Fuhrunternehmer. Ja. Okay. Gut, zur Sache. Wollen wir anfangen? Ich habe also da eine schöne Bildfolge zusammengestellt. Dieser Beitrag lebt hauptsächlich von den Bildern. Und ich sage einfach, wer immer sich das anguckt, der möge diese Autos genießen und mich einfach dafür beneiden, dass ich sie fahren dürfte. So würde ich das mal formulieren. Und wir sind ja gleich beim Thema gewesen. Ja, die Betonung liegt auf dürfte. Denn, wie gesagt, es waren meistens Einladungen. Ich habe sie gerne angenommen. Angefangen hat alles tatsächlich mit der Formel V am Nürburgring. Das ist unser erstes Bild auch. Am 4. Juli 1965. Man glaubt es kaum. Das ist ja unglaublich. Nicht? Das sind ja... Das ist 55 Jahre, gell? 55 Jahre ist das her, das gibt es nicht. Das ist nicht zu glauben. Da hockt der Braun in diesem Badewannencockpit drin mit der Nummer 2, ist gerade von seinem Reporterturm runtergestiegen, hat sich vom Jochen Nerpasch den Helm geliehen, hat auch die Brille gleich dazu mitgenommen und hat ein Sakko an, eine Krawatte, ein schönes Hemd und auch noch den Ausweis in Form eines runden Stickers da am Sakko hängen am Revers und damit habe ich mein erstes Rennen absolviert. Und da hat es bei mir auch Klick gemacht und ich habe mir gesagt, Mensch, Braun, das ist was für dich, das solltest du weitermachen. Dann habe ich mir eine ordentliche Lizenz gelöst und bin gleich mal mit Mutters Opel Kadett, den wir hier bei sehen. Dem Formel V, du schaust noch nicht so ganz glücklich drein. Also ist das Nein, das war für mich eine neue Welt. Die Welt des Mikrofons hatte ich ja schon ein bisschen erobert, aber das war dann eine neue Welt, in der Formel V und überhaupt als aktiver Rennfahrer. Aber es hat gezündet, der Funke war da, es geht weiter. Ich habe dann der Frau Mama den Kadett aus den Rippen geleiert. Da haben wir noch in Rüsselsheim gewohnt, in einer Opel-Werkswohnung. Deswegen die GG-Nummer, das ist für Groß-Gerau. Ah, okay. Die Mutter wusste das übrigens nicht, dass ich ihren Kadett dazu missbrauche. Ich habe ihn auch flott tiefer legen lassen, auch das hat sie nicht bemerkt. Und ich habe auch einen sogenannten Brabham
Motor einbauen lassen. Der Jack Brabham hatte damals Opel-Motore getunt für den Kadett. Und das Autohaus Dächend in Saarbrücken hat mir einen solchen Motor spendiert. Auch das hat die Mutter nicht gemerkt. Sie hat nur immer gesagt, dieses Auto ist so laut geworden. Und irgendwie meine ich auch vom Einstieg her, das sei alles tiefer. Ich sage, Mutter, da täuschst du dich. Das ist alles wie gehabt. Und jetzt gibst du mir mal das Auto, weil ich muss jetzt mal damit schnell eine kleine Reise tun. Bin ich Slalom gefahren in Neuss und habe gleich die Klasse gewonnen. Und alle haben dumm geguckt und ich habe meinen Pokal eingeladen, bin wieder nach Hause gefahren. Habe Mutter das Auto wieder hingestellt, und da war gut. Nichts kaputt gemacht, sehr gut. Ja. Nix, alles gut, alles gut. Ja, und dann aus meiner ganz frühen Zeit mit Glas hat der damalige Pressechef gesagt, so, jetzt haben Sie viele Geschichten geschrieben, jetzt dürfen Sie auch mal unser Werksauto fahren. Es gab ja nur eines von der Sorte, das war nämlich das von Gerhard Bodmer. Und damit durfte ich am Schauinsland antreten. Mhm. Und in der Klasse bis 1300 Kubikzentimeter der Tourenwagen. Schauinsland, langer Berg, fast 12 Kilometer, musste ich viel üben. Gerhard Mitter hat mir ihn übrigens beigebracht. Und nach mehreren Tagen Training hat es dann auch irgendwo gesessen bei mir im Hirn. Da habe ich die Klasse gewonnen und war fröhlich und stolz. Mit dem Siegerkranz auf der Motorhaube bin ich wieder zur Tal gefahren mit der ganzen Kolonne. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Und ich war wirklich stolz, dass ich den Schauinsland bezwungen hatte. Übrigens ein Jahr später, leider habe ich da kein Bild mehr dazu gefunden. Ich war todtraurig bei der ganzen Suche. Haben wir das Ganze nochmal wiederholt mit einem NSU-TT vom Sigi Spies. Allerdings hat es da nur zu Platz 2 gereicht in der Klasse. Es wurde nichts mit dem Klassensieg, das haben andere erledigt und ja, ich glaube, der Abt hat gewonnen. Ist dir eigentlich deine Mutter auf die Schliche gekommen irgendwann mal? Ja, irgendwann, als der Kadett auf dem Dach lag, ja. Das hat sie gemerkt, ja? Das hat sie dann gemerkt, ja. Damit bin ich umgefallen und zwar kann ich das auch schnell erzählen, da habe ich mir das Auto wieder geliehen und bin mit meiner damaligen Freundin und heutiger Frau, mit meiner lieben Britta, bin ich nach Zandvoort gefahren. Und wollte dort ihr die Rennstrecke zeigen. Und nun war aber geschlossen, weil es Testfahrten gab. Und am Vorplatz habe ich nun meine Wut herausgelassen und habe gesagt, gut, dann machen wir wenigstens eine Handbremswende. Dann zeige ich dir mal, wie das geht, wie man mit diesem Auto beschleunigt, die Handbremse zieht und dann eine Wende um 180 Grad macht, so ungefähr. Ja, leider habe ich übersehen, dass das sehr uneben war. Und der hat sich natürlich dann da eingehakt mit dem Hinterrad aufgestellt und ist umgefallen. Die Frau Gemahlin lag unten, ich lag oben. Sie schrie von unten, immer liege ich unten, wenn irgendwas ist. Und ja. Ja, sie war sehr ungehalten und da wurde auch wenig geredet an dem Tag und ich musste erst wieder alles glatt bügeln. Ich kann es mir vorstellen. Und deine Mutter, die war dann als nächstes ungehalten, hast du dich gleich mit zwei Frauen angelegt. Ja, ich musste ja dann zu Hause auch gestehen, was da Sache ist. Und sie hat dann gesagt, gut, kannst du ihn gerade behalten jetzt. Ich werde mir was Neues anlegen, zulegen und du siehst zu, wie das Ding wieder zum Laufen kriegst. Ne? Mit jemand, der kein Geld in der Tasche hat, ganz schwierig. Ja, ich habe jetzt irgendwo Hinterhof-Glitsche in Wiesbaden aufgesucht. Die haben da ein bisschen rumgehämmert und dann lief das auch wieder irgendwann. Ja, wir sind jetzt also vom Schauinsland verabschieden bei uns. Das ist in Kirchheim-Teck gewesen. Das ist der Bergpreis Neuffen, Bergpreis Schwäbisch Alb. Und da durfte ich von NSU einen Wankelspeider fahren mit der Nummer 292. Auto war auf Heilbronn zugelassen, also auf NSU. Mhm. Und der hat einen infernalischen Krach gemacht. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Mir ist ja wirklich das Trommelfell bald geplatzt in diesem Auto. Aber er ging halt wie die Pest und ja, hat funktioniert. Zur Sicherheit haben Sie dir gleich ein Cabrio spendiert. Ja, das ist unglaublich. Hat aber auch wieder ein bisschen Erfahrungsschatz bei mir bewirkt. Das war ja das Schöne, dass diese Vielseitigkeit. Was ich alles an Autos fahren durfte, das hat, glaube ich, kein anderer Journalist diese Möglichkeit gehabt. Und kein anderer hat diese Türen geöffnet bekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich da ein solches Glückskind war. Ich habe ja nie jetzt angerufen und habe gesagt, ich will jetzt mal was fahren von euch, sondern es wurde gefragt, hättest du Lust? Und ich habe natürlich gerne ja gesagt. Ich meine, wenn du eingeladen wirst und dann sagst du nicht nein, wenn es nichts kostet. Ne? Ja, klar. Ja, und nach dem NSU kam dann natürlich die große Formel-V-Zeit, die schon 1967 begonnen hatte und die mich begleitet hat über mehrere Jahre. Vor allem herausragend natürlich die zwei Jahre mit diesem Beach Formel-V, der dem Peter Max Müller in Hannover gehört hat. Dieses Auto war unglaublich schnell, aber lag natürlich wie eine alte Kuh. Man möge sich hier jetzt mal, wir kommen jetzt in Hockenheim in Richtung Motodrom. Die gehen gerade runter, also
Und jetzt wird hier angebremst vor der Rechtskurve. Jetzt guck mal, wo die Räder vorne stehen bei mir. Ich habe die Nummer 10. Das eine Rad steht nach innen, das andere auch irgendwie. Also das sieht alles ganz seltsam aus, aber das ist normal gewesen bei dem Auto. Ich hänge übrigens hier in einer Gruppe mit lauter Österreichern, das ist nur nebenbei. Hier links ist der Peter Peter mit dem weißen Schirm am Helm. Da hinten, das ist der Herr Ritter aus Österreich. Dann fährt da der Lothar Dongus, das ist zufälligerweise in Deutschland. Dahinter ist noch ein Österreicher. Eine ganz wilde Horde, war sehr nett. Ich bin irgendwo Vierter oder Fünfter geworden, soweit ich weiß. Also gewonnen habe ich das Ding nicht, die haben mich alle noch aufgeschnupft. Tatsächlich, aber es sieht gut aus. Trotzdem. Das sieht gut aus, offener Helm, Skibrille, Gesicht frei, noch kein Mundschutz, noch gar nichts. Nun ja, gut, das war diese Nummer. Zwischendurch gab es dann natürlich immer mal ein Angebot von Auto Fox in Wiesbaden, großer Autohändler für Alfa Romeo und Simca, der gesagt hat, hättest du mal Lust beim Heimspiel in Mainz-Finden, da mache ich immer viel Werbung, dann ein Auto von mir zu fahren. Hat er mir einen seelenmäßigen Alfa GTV überlassen. Und damit bin ich 1967 in der Tourenwagenklasse Gruppe 1 oder Gruppe A, wie man das später genannt hat, gestartet. Hatte als Gegner eine Alfa Romeo Giulia, die hinter mir herfährt. Und das ist auch schon die letzte Runde. Und dann habe ich gewonnen. Tja, ich habe es auch unterschrieben, das Bild. Das hat mal irgendwer bekommen sollen. Und dann habe ich die Adresse nicht mehr gefunden. Dann blieb es hier. So. Vielleicht meldet er sich ja noch. Tolles Auto, oder? Alfa GTV ist wunderschön. Schönes Auto. Ja. Hat Spaß gemacht. War nichts dran gemacht. Nichts tiefer gelegt. Einfach nur seelenmäßig. Komplett seelenmäßig. Wobei damals schon in der Klasse seelenmäßig auch schon schwer geschraubt wurde im Hintergrund. Reden wir nicht drüber. Gut. Frag nicht mehr weiter. Jo, dann kommt natürlich hier das Chaos ins Spiel. Das ist die Martha Journalistenrallye, die ich 1968 gefahren bin mit einem Simca 1150. Der ist auf Simca Österreich zugelassen gewesen und das hat Simca Deutschland vermittelt, dass ich dieses Auto fahren kann. Und mitvermittelt haben sie gleich noch dann in Österreich, dass ich den Herrn Pankel auf den Beifahrersitz gesetzt bekomme. Ein liebenswürdiger Formel-V-Mitstreiter. So viel Chaos im Cockpit habe ich noch nie erlebt. Ich habe gedacht, ich hätte mit dem einheimischen Herrn Pankel nun einen Menschen, der sich da auskennt, ob es da links oder rechts rumgeht. Gar nichts. Der hat ja nur Chaos veranstaltet. Wir haben uns ständig verfahren. Bei dieser Nummer kam gar nichts heraus. Ich glaube, wir sind sogar noch nicht mal in Wertung angekommen, weil wir die Zeit überschritten haben. Auf den Sonderprüfungen waren wir richtig schnell, aber die Verbindungsetappen waren eine Katastrophe. Weil der Gerold ständig mich in die falsche Richtung geschickt hat. Aber Formel V konnte er fahren, keine Frage. Aber das war nichts für ihn. Gell? Okay. Ja, aber wir haben viel gelacht, das war wichtig, glaube ich. Wenn das Lachen abhanden kommt beim Rennfahren, ist sowieso alles zu spät. Das war auch das Schöne immer, dass ich immer was zu lachen hatte mit denen ich da zu tun hatte. Und wie gesagt, dieses Österreich-Abenteuer mit dem Herrn Pankel war genauso tiefgreifend wie jenes, beim großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring, oh, wow, da lädt mich doch tatsächlich der Helmut Glocke mit K aus Bielefeld oder Sennestadt bei Bielefeld oder Sennelager. Ich glaube, so hieß das Sennelager. Gibt es sowas? Ja, ne? Es kann sein, ja. Ja, also das ist keine Lager, ist kein Lager, wo du eingekerkert bist. Das heißt offensichtlich so als Wohnort. Und der Helmut Glocke kommt auf mich zu am Nürburgring und sagt, hör mal, ich habe gehört, diese Formel-V-Leute, da wo du da auch rumfährst, die sind alle so schnell und die werden ständig angefragt von irgendwelchen Tourenwagen-Leuten. Damals war der 911er ja noch ein Tourenwagen, ne? Das will man ja nicht vergessen. Huschke hat ja dafür gesorgt, durch eine trickreiche Homologation, dass der Porsche 911 L, Bezeichnung L, 911 L, glaube ich, ja, dass dieses Auto ein Tourenwagen wird. Und dann fuhr er in der Klasse bis 2 Liter gegen die Alfa GTAM, gegen BMW 2002 und gegen alles Mögliche sonst. Ganz gut eigentlich, ne? Ja, und dann kommt der Herr Glocke dahergeschlendert und sagt, willst du da mit mir diese 6 Stunden fahren? Tja, habe ich gesagt, natürlich. War meine erste Bekanntschaft mit dem Porsche, meine zweite Bekanntschaft mit der Nordschleife. Ich hatte erst ein einziges Rennen auf der Nordschleife mit dem Formel V gefahren. Und dann habe ich mich da reingesetzt, haben wir Training gefahren, da war ich mal gleich ein bisschen schneller als der Besitzer. Das hat ihn hoch erfreut, er war keineswegs deswegen ungehalten. Im Gegenteil, er hat gesagt, richtiger Griff, passt, gut. Ich bin auch das meiste dieser 6 Stunden selbst gefahren, er hat nur das Minimum gefahren. Und was soll ich sagen, wir sind 8. im Gesamtklassement geworden. Und zwar im Kreis einer höchst erlesenen Gesellschaft. Um uns herum waren Willi Kausen und Erwin Krämer mit dem 911er.
Hinter uns war der Chris Kraft mit dem Roger Clark und der John Fitzpatrick mit dem Trevor Taylor. Ich meine, das sind schon mal ein paar Hausnummern. So schlecht waren wir da wirklich nicht mit fast 100 Autos. Ja. Und in der Klasse selbst allerdings, ja, waren wir leider nur Fünfter, weil da waren 4, 9, 11, 11 vor uns. Okay. Bist du mit dem Fahrverhalten gleich gut klargekommen? Weil der Heckmotor, der ist ja relativ heikel gewesen. Sofort, ich bin nur quer gefahren. Ja, weil das geht ja mit dem Porsche traumhaft gut, ne? Ja, ja, man darf es nur nicht übertreiben, ne? Ja, das Querfahren war meine Berufung. Das, das war wie beim Stuck. Quer musste sein und bei allen Bildern, die wir sehen, wird man immer wieder feststellen, wie quer der Braun um die Ecken fährt. Ja, das stimmt. Ich war trotzdem schnell die Zeit. da hat man noch keine Slicks. Ich meine, da sind wir noch mit Gürtelreifen gefahren. Da ging das besonders gut. Ne? Ich habe ja auch im Winter immer trainiert. Auf den großen Parkplätzen der Kaufhäuser habe ich da mein Schneetraining immer absolviert mit Querfahren und Fahrzeugkontrolle und dergleichen mehr. Und dann konnte man das einfach auch richtig im Rennen und war auch schnell dabei. Ich meine, wenn du im fünften Gang mit dem Elfer hier mal eben quer am Schwedenkreuz entlang ruderst, da weißt du schon Bescheid, wie es geht. Ja? Du musst wissen, was du machst, ne? Oder mal Armberg rechts rum, komplett mit dem Heck zuerst. Schon eine feine Sache, ne? Am Nürburgring. Klingt diese. Ja, also da bin ich ganz stolz von dannen gezogen. Dann natürlich der liebe Opel Commodore GS. In Monaco bei der Journalistenrallye, auch von Opel ein Auto mit GG-Zulassung für Rüsselsheim. Ich habe es auch wieder heil zurückgebracht. Wir haben auch ziemlich weit vorne abgeschnitten. Neben mir sitzt der Jochen Dörfler aus Hamburg, mein Co. Das war ein richtig guter Co. Das hat funktioniert. Aber da sind wir natürlich von den einheimischen Journalisten aus Nizza sind wir gebügelt worden. Ich glaube, wir waren nur Zweite oder Dritte. Aber hat auch Freude gemacht. Und wieder ein anderes Auto und wieder was Neues zum Probieren. Und dann haben wir natürlich schon, sind wir schon bei 1969 dem richtigen Racing. Und da dieses Bild, glaube ich, hatten wir schon mal irgendwann. Ja, es ist eines meiner Lieblingsbilder, dieses Dreiköpfchen BMW in Zolder in der ersten Startreihe. Überhaupt die ganze BMW-Zeit mit dem 2002er, das war was Wunderschönes. Und ich hatte fast 2, 3 Jahre bei Köpfchen die Möglichkeit, ständig dieses Auto zu fahren und auch die verbesserten Versionen dazu. Ein Traum, kann ich nur sagen. Mochtest du den lieber als den Porsche? Ich muss sagen, in der Summe ja. Der Porsche war was Schönes, es war eine wunderbare Erfahrung. Ich habe noch eine zweite machen dürfen, die ist noch skurriler, da kommen wir gleich dazu. Aber die BMW-Zeit war schon etwas Schönes, Wunderschönes. A, durch den Teamchef Hans-Peter Köpfchen, B, durch meine Teamkollegen Kellners, Stuck, Struckmann. Also das war schon was, also... Da denke ich gerne dran zurück und wir haben wirklich tolle Rennen fahren können. Ich denke ewig dran, wie der Stuck und ich in Wunsdorf synchron gedriftet sind. Ja, weil wir so weit vorne waren, dass wir uns das leisten können. Da sind wir da im Duett um die Ecken geflogen und haben uns angelacht mit offenen Helmen. Ja, das kannst du heute dir gar nicht mehr vorstellen. Nee. So, jetzt gucken wir uns mal das nächste an. Da sind wir nochmal am Nürburgring auf der Nordschleife. Das war dann 2, 3 Monate nach dem großen Preis der Tourenwagen. Da sind wir jetzt beim großen Preis von Deutschland, Rahmenprogramm. Und nun dürft ihr alle dreimal raten, wer da mein Teamchef war. Das ist ein McNamara Formel V und der Teamchef hieß Dr. Helmut Marko. Denn der Helmut war damals bei McNamara Geschäftsführer, Teamchef. Der war eigentlich die graue Eminenz im Hintergrund bei McNamara. Der hat alles geregelt und hat alles auf die Schiene gesetzt und hat auch dafür gesorgt, dass ich einen McNamara fahren durfte. Und McNamara, was ja eigentlich vom Namen her, was man nicht schlussfolgern könnte, die sitzen in Lenggries oder saßen in Lenggries damals. In Lenggries in Bayern. Und der Helmut hat da auch eingesessen und hat da die Geschäfte geführt. Und wie man ja weiß, ist der Helmut Marko ein sehr guter Geschäftsmann. Das ist er noch heute. In der Formel 1 und ein guter Manager und ein trickreicher Mensch, dem entgeht gar nichts. Und mit dem, wenn du ein Geschäft machst, musst du hellwach sein. Was sehen wir hier auf diesem Bild? Ich sehe das selbst erst gerade mit großem Erstaunen. Das sind 3 Räder in der Luft. Ich würde mal sagen, das ist gerade, das sind wir im Schwalbenschwanz. Das ist kurz nach dem kleinen Hügelchen, wo du praktisch in den Schwalbenschwanz reinspringst. Und dann kommt ja auch dieses kleine Karussell. Schwarz, ne? So, das ist jetzt diese Abteilung. Gut. Sieht gut aus. War übrigens kein Sieg, das nur nebenbei gewonnen hat der Chef selbst, Helmut Marko, vom Niki Lauda,
Marco McNamara, Lauda, Keimann, dann kam der Peter Peter noch und dann kam noch und ich bin Achter oder Neunter geworden. Peinlich, aber was soll's? Ja, gut. Autos, was willst du machen? Ne? Die anderen Namen sind ja jetzt nicht gerade welche, vor denen man sich so verstecken muss. Ne? Nee, aber hat Spaß gemacht. Ja. Auto heile angebracht, alles gut. Hier haben wir auch jetzt schon Mundschutz gegen Steinschlag. Nicht? Also, genau. Corona war schon damals, hätte schon kommen können. Hätte kommen können, hier wäre nichts passiert. Jo, jetzt habe ich hier mal etwas mitgebracht, das muss man schon genießen. Und wenn ich das erzähle, ich glaube, da gibt es Menschen, die sagen, das hat er jetzt erfunden. Aber ich kann es dokumentieren, eben auch damit. Und Folgendes hat sich zugetragen. Ich bin in Hockenheim beim Saisonfinale im Anfang Dezember 1969. Schlendere pfeifend durch das Fahrerlager, kommt Vater Bartels auf mich zu. Vorname Willi. Ist der Papa von dem Michael Bartels. Ist ein großer Bergspezialist, fuhr Bergeuropameisterschaft mit einem wunderbaren Porsche 911T, hergerichtet von Jöst. Mhm. Das Auto war topfit, das war ein Traum. Vater Bartels hat da wirklich viel Geld hineingesteckt, damit er da immer fit ist am Berg und war auch Europabergmeister, GT-Europabergmeister, was weiß ich alles. Wollte in Hockenheim einmal Rundstrecke fahren, Saisonfinale. Fährt zur Abnahme, kriegt bei der Abnahme gesagt, ohne Rückspiegel geht das Auto nicht durch die Abnahme. Er sagt, ich brauche keine Rückspiegel, ich bin Bergfahrer, da gucken wir nicht in den Spiegel, da kommt eh keiner hinterher. Der Abnahmekommissar sagt, aber hier sind wir auf der Rundstrecke, hier Rückspiegel. Also montiert er Rückspiegel, er hatte keinen Mechaniker dabei, er musste alles selbst machen. Also irgendwo hat ihm jemand geholfen, zwei Rückspiegel, fährt das erste Training, kommt völlig entnervt auf mich zu und sagt, du, Rainer, hast du Lust, mein Auto zu fahren? Ich mache das hier nicht. Ich bin jetzt Training gefahren. Da ist ja ständig einer am Drängeln im Spiegel. Ich kann da nicht hingucken, da werde ich nervös. Das ist nichts für mich. Dann konnte der nicht in die Spiegel gucken, weil natürlich ständig einer erschienen ist da und immer größer wurde. Und das hat ihm nicht gepasst. Der kannte die Rundstrecke bis dato überhaupt nicht so richtig. Und der Bergfahrer Bartels übergibt mir sein Auto. Ich setze mich da hinein. Kein Mensch, der mich eingewiesen hat. Kein Mechaniker. Der Satz Reifen, der drauf war, war drauf. Ende aus, egal ob Regen oder trocken. Es war ein profilierter Reifen und basta. So, ich fahre Training und man sehe auf dieser Liste, was da passiert ist. Der Braun ist mal sofort Trainingsschnellster. Ich wollte gerade sagen, und zwar vor. Aber jetzt darauf hinweisen, wer da sonst noch dabei war. Mein alter Köpfchen-Teamkollege Helmut Kellners. Mein alter Teamkollege Stuck von Köpfchen 4. Mit 2002, aber das war ein BMW Alpina in diesem Falle, das weiß ich noch ganz genau, braun lackiert mit schwarzem Farbabsatz. Und danach kam auch noch der Jochen Maas mit dem Alpha GTA von Hähn. Also das war schon eine erlesene Gesellschaft, die da am Start stand. Mhm. Und dann haben wir auch ein Ergebnis da unten, das sieht man jetzt schon hier, dass der Braun das nämlich gewonnen hat vor dem Herrn Stuck, aber sehr, sehr knapp. Hier sind keine Zeiten mehr drin, sondern nur die Runden. Ich kann Ihnen aber sagen, jetzt blättere ich mal eins weiter. Hier haben wir das Auto in Aktion. Das ist Eingang der Ameisenkurve. Ja. Und da hat sogar Autosport in England eine Geschichte drüber gemacht. Die haben eine Serie gehabt, The Race of My Life. Und dann haben sie bei mir angerufen, haben gefragt, sie hätten gehört, das war diese Riesennummer von Hockenheim, ob ich das gerne als Race of My Life im Blatt haben möchte. Da habe ich gesagt, sehr gerne. Ja, und meine Tochter sei eh gerade da, um ein Praktikum zu machen bei Autosport, die wird das schreiben. Dann hat mich die Maren angerufen und sich das erzählen lassen und hat das dann in England während ihres Praktikums dort, die hat ein halbes Jahr Praktikum bei Autosport gemacht, gerade späterhin dann. Also jetzt nicht 69, steht ja so, ist gerade geboren worden. Ja. Interview bei Maren Braun. Jetzt, ja. Das ist sehr gut. So, und dann habe ich ihr das alles erzählt. Der Clou war eigentlich der, dass ich einen riesen Vorsprung rausgefahren habe. Übrigens alles quer, auch hier. Wer genau hinguckt, sieht, dass die Karre schon wieder quer steht. Ja. Habe mir gedacht, hier kannst du jetzt richtig für die Galerie aufführen was. Und was passiert? Ich gucke in den Spiegel und da ist der Stuck plötzlich da und wird immer größer. Im Gegensatz zum alten Herrn Bartels hat mich das natürlich nicht nervös gemacht, dass da jemand im Rückspiegel erscheint. Aber ich habe schon erhöhte Körpertemperatur bekommen, weil mir klar war, der holt auf. Ja. Meine ganzen Fissematenten, die ich da veranstaltet habe, haben so viel Zeit gekostet, dass der Stuck plötzlich da war. Und dann, wenn es brennt und pressiert, dann plötzlich wird man verkrampft. Dann ist es vorbei mit der Lockerheit.
Und er wurde immer größer. Und ich habe immer auf die Rundenanzeige geguckt, noch eine Runde. Und er war schon hinten am Heck. Das Ding ist ausgegangen mit einer Zehntel Vorsprung. einzige Zehntel. Wie konntest du dir am Anfang so einen großen Vorsprung herausfahren? Das war das Überraschungsmoment. Das habe ich öfter gemacht. Vom Start weg 110%. So, ja. Was alles geht. Und bis die sich da hinten sortiert haben, bist du vorne weg. Okay. Das habe ich in der Formel V gelernt. Weil da wird erstmal gerauft, was das Zeug hält. Und wer da vorne alleine ist, der fährt seinen Strich weg und dann passt das. Okay. Bis die sich sortiert haben, bist du nicht mehr einzuholen. Und so habe ich das hier auch gemacht. Da war natürlich ein Riesengewurschtel. Und ich konnte vorne frei wegfahren und dann habe ich es halt krachen lassen. Ne? So viel zu diesem Thema. Ja, also da bin ich ganz stolz drauf gewesen. Dann habe ich das Auto ohne eine Schramme an den Vater Bartels zurückgegeben, habe gesagt, Willi, gute Zeit, komm gut über den Winter, viel Spaß nächstes Jahr bei der Europabergmeisterschaft. Das Auto war übrigens hell, also cremefarben, ich sehe das noch heute vor mir. Hatte Lüdenscheider Nummer und war mit Zulassung natürlich, wie sich das gehört. Gell? Ja, klar. Ja, Willi hat ja mit so einem Mann in Lüdenscheid auf dem Bauernhof gewohnt, gell? Oder Plettenberg bei Lüdenscheid. So, nächster Fall. Jetzt sind wir wieder beim Teamchef Winkler, von dem ich schon berichtet habe. Dieses Auto übrigens habe ich ihm in zwei Fetzen gerissen. Das ist ein schönes Cayman-Modell aus dem Jahre 1969-70. Da bin ich gerade in Hockenheim in der Zielkurve, beziehungsweise in der Doppelrechts. Da falle ich schön hinein. Da geht es in Richtung Sieg. Da war das Auto noch ganz kurze Zeit später, war es zerrupft in zwei Teile. Schade drum, ne? Aber Gott sei Dank ist mir nicht viel passiert dabei. Ja. Südschleife, Nürburgring, mehr sage ich dazu nicht. Ja, das haben wir, glaube ich, schon angesprochen, als wir über die Südschleife gesprochen haben. Richtig, genau. Das war besagtes Auto, wie man auch hier sieht, wieder quer. Das zieht sich durch alle Bilder durch. Ich konnte es nicht lassen. Gell? Aber es sieht immer wieder schön aus. Ne? Man kann gar nicht genug bekommen. So, dann gehen wir mal schnell auf den Sprung nach Mainz finden. Da dürfte ich dann für den Klaus Steinmetz einen Opel Commodore fahren aus seiner PS-Küche. Ein Hammer von Auto. Wenn er gehalten hat, hast du damit gewonnen. Oft ist das Getriebe auseinandergeflogen. Ansonsten war es ein Traum, mit diesem Auto zu fahren. Also toll. Oder die Kotflügelverbreiterung. Mein Gott, ist alles. Das ein schönes Auto, ne? Ja, das ist ein Gruppe 2 Auto gewesen. Das wurde damals nach Gruppe 2 technisch eingestuft. Das heißt also irgendwo zwischen Seelentourenwagen und stark verbesserten Tourenwagen dazwischen. Ne? Mhm. Das war schon ein Hammer, das Ding, mit 300 PS und so weiter und so fort. Da ging es schon richtig vorwärts. Ne? Also fast 300. Richtig gut. Ja, schönes Auto, Mainz finden, Heimstrecke, Heimspiel. Auf dieser Rennstrecke habe ich ungefähr mit Formel V, mit Tourenwagen, mit Super V, mit was weiß ich alles, so an die 10 Rennen gewonnen. Mhm. Im Laufe der Jahre. Da bin ich ganz stolz drauf, war eigenes Publikum. Ja, das ist gut. Ja, später nochmal Gelegenheit haben, über die Flugplatzrennen zu reden und da können wir auch noch ein bisschen mehr dann zu Mainz finden erzählen. Ja, da sind wir wieder beim Saisonfinale, diesmal 1970, also ein Jahr nach dem Porsche. Was soll ich sagen? Zum Querstehen muss ich jetzt wirklich nichts mehr weiter ausführen. Das war einfach ein Gedicht, mit diesem Auto zu fahren. Das ist ein Prototyp, ein BMW 3002. Davon wurden nur ein oder zwei Autos gebaut. Es ging nie in Serie. Wurde auch nie für den Rennsport weiter genutzt. Der Rauno Altonen ist damit eine Rallye gefahren. Ich glaube, die Tour de Corse. Bin nicht ganz sicher, aber sowas Ähnliches. Ich durfte dann das Saisonfinale damit fahren. Das Auto ist in München im Versuch gebaut worden. Hatte irrsinnig viel Kraft. Konnte vor Kraft kaum laufen, wie man hier auch sieht. Ist mir in Hockenheim aber leider auseinandergeflogen, der Motor. Da lief dann irgendwie auch das Öl ziemlich zügig unten raus und dann war der Fall erledigt und ich kam übers Training nicht hinaus. Aber Freude war groß und es war ein irres Feeling, mit diesem Auto zu fahren. Und es sieht toll aus. Also viel Platz war nicht mehr nach hinten raus, ne? Nee, auf einem kleinen Kurs in Hockenheim damit zu fahren, es war mega, absolut mega. Du bist wirklich komplett quer die ganze Runde gefahren, jede Kurve und warst trotzdem noch schnell. Der Stuck war auch da, wir waren natürlich wieder die beiden Schnellsten, ne? Er war vorne, ich war Zweiter. Sehr gut. Das sieht schon so toll rallymäßig aus mit der ganzen Lichtampel da vorne. Ja. Ne? Das Auto kam, glaube ich, von der Tour de Corse, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste man eigentlich mal recherchieren bei BMW, ob es den noch gibt? Wenn es davon zwei gab, so prototypenmäßig, vielleicht haben die den im Lager bei BMW im Museum. Also es könnte in der mobilen Tradition bei BMW durchaus noch zu finden sein. Der Rauno weiß zu diesem Auto auch sehr viel mehr.
Und ich bin sicher, dass jetzt irgendwelche Fans den Rauno kontaktieren und ihn zu diesem Auto noch befragen werden. Und er kann auch dazu etwas erzählen. Okay. Helle Bein war damals der Sportchef. Und der hat natürlich auch, der war sehr freizügig mit der Herausgabe von Autos. Der hat mir dann auch für Journalistenradios noch 2002 mal ein Werkseitig gegeben, dies und das und jenes. Ich habe einfach dieses Vertrauen versucht zu nutzen und was Gutes draus zu machen und selbst Spaß zu haben. So, ja, das war nun auch ein innerer Vorbeimarsch. Ich durfte mit einer Alpine 1300 S einen ganzen Tag lang Fotoshooting driften. Renault Deutschland hat gesagt, jetzt kommt die Rallye Monte Carlo und da fahren ja doch ganz viele Alpines in Blau aus Frankreich mit dem Terrier und mit dem Pio und mit dem Mondrier und mit dem Larousse und was weiß ich mit wem noch. Und wir müssen jetzt mal Fotoproduktion machen. Sie kriegen jetzt unser Testauto und dann schicken wir den Dieter Kern noch mit seiner eigenen roten Alpine mit. Ich hatte ein blaues Auto, der Dieter Kern ein rotes und dann fahren wir in die Seealpen. Und dort haben wir einen Fotografen, der das Ganze aufnimmt. Und dann machen wir hier eine Presseaussendung mit Bild für die Rallye Monte Carlo. Und das war also mein Job, einen Tag lang mit diesem Auto zu fahren. Und naja, Schnee, querfahren, diesmal als Auftrag. Was willst du mehr? Mehr kann man nicht verlangen. Ja, und dazu habe ich noch mal Geld gekriegt. Ne? Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Richtig gut. Es ist unglaublich. Ich habe das genossen bis zum Exzess. Ich hätte mit dieser Alpine noch wochenlang durch die Gegend fahren können. Ja, noch wochenlang. Das glaube ich. Wir haben dann noch eine Produktion für die Autozeitung gemacht. Der Fotograf war übrigens der Ferdi Kräling. Mhm. Und wir haben auch sehr viel Spaß gehabt. Sind auch in der Nacht beinahe verhaftet worden bei der Durchfahrt einer Ortschaft in den Seealpen, weil wir viel zu schnell waren. Da sprang ein Ortspolizist da aus irgendeinem Versteck hervor, hat uns angehalten und wollte 500 Franc oder sowas kassieren. Und dann haben wir gesagt, mit Unschuldsmiene, wir haben kein Geld. Und dann hat er gesagt, gut, dann schreiben wir euch jetzt ein, bis jemand kommt und das bezahlt. Der hatte da so ein kleines Gefängnis in diesem kleinen Dorf und da wollte der uns reinstecken. Und dann hattet ihr auf einmal doch Geld. Da haben wir plötzlich doch Geld gefunden, ja. Ja, war sehr schön. Also mit dieser Alpine, es war ein Traum. Und jeder, der Alpine-Fan ist, wird mir das nachfühlen können, mit so einem Auto fahren zu dürfen. Im Schnee und dann noch quer und sich einen ganzen Tag austoben können. Wunderbar. Habe ich auch als Geschenk betrachtet. Ja, das glaube ich. Auch das ist ein Geschenk gewesen von BMW Motorsport, von Helle Bein, der gesagt hat, so, und jetzt darfst du mal unseren BMW Coupé fahren. Das war ein 28 CS hieß das Auto. Mhm. Auch da gibt es schon eine Signatur. Da habe ich eine ganze Serie von gehabt, die habe ich alle mal im Voraus signiert. Ein paar sind noch da. Aber jetzt bitte nicht anrufen, ich habe nur noch das. Ich wollte es gerade sagen. Ja, es ist vorbei. Das gebe ich nicht raus. Da sind wir also 1971 in Zolder beim Rundstreckenpokal. Mhm. Da bin ich dann gegen die Commodore, gegen die Seelenmäßigen angetreten und gegen andere Markenkollegen. Das Ding haben wir dann auch mit links gewonnen. Auch quer natürlich. Auch quer. Es zieht sich wie ein roter Faden dadurch. Ne? So, jetzt sind wir schon wieder beim Großen Preis von Deutschland, 1971, und beim Kaimann Super V, bei meinem alten Fuhrunternehmer Winkler, das WR-Team. Das sieht schon richtig nach Motorsport aus. Da warst du dann auch schon irgendwann angeschnallt, oder? Ja, da hatten wir auch einen Vollvisierhelm inzwischen mal und waren angeschnallt und hatten auch einen Feuerlöscher im Auto, sind aber noch immer mit Gürtelreifen gefahren und deswegen ging es immer noch schön quer. Mit den Slicks war das dann nicht mehr so einfach. Aber mit den Gürtelreifen war es relativ einfach, auch hier in Breitscheid breitseits reinzudriften und dann die weitere Strecke in Angriff zu nehmen. Das Rennen hat übrigens der Jochen Maas gewonnen vor dem RW Leggy Leck. Der Manfred Schurti war Dritter, ich war Vierter und der Werner Riedl Fünfter. So habe ich das noch im Kopf. War eine heiße Partie, eine ganz heiße Partie. Da ging es richtig rund. Wir sind mit vier Mann erstmals unter 9 Minuten gefahren. Deutlich unter 9 Minuten. Die schnellste Runde hat der RW Leggy Leck mit 8,49,9. Dann kommen Jochen Maas und ich mit je 50,1 und dann der Riedl und der Schurti mit 50,3. Das war Bande, die da beieinander war. Das ist aber kann nur sagen, ne? Was hatten die für Leistung damals? 100? Die Super V hatte so 150, 160 PS. Am Anfang hat aber dann immer mehr bekommen. Das ging dann irgendwann auf. Also ganz am Anfang hatte sie nur 110, 120. Und also mein Auto jetzt im ersten Jahr, das war das erste Super V-Jahr, war höchstens bei 110, 115.
Wurde aber schnell mehr. Am Ende des Jahres waren es schon 125, dann wurden es 140, 150. Und der John Nielsen mit seiner dreifachen Europameisterschaft, der hatte dann schon annähernd 200 PS, 180. Aber da geht schon drei Regionen. Die haben ja nichts gewogen, die Autos. Deswegen hat man es dann auch abgeschafft, weil es A zu teuer wurde und B, das nicht mehr die Idee einer Nachwuchsförderung sein konnte, dass man schon schneller als die Formel 3 fuhr. Ja, war trotzdem eine schöne Geschichte. Und dann sind wir hier nochmal, ich habe das Bild nochmal genommen mit dem Köpfchen BMW, weil es ein Saisonfinale ist von 1971 in Hockenheim, das Akademische. Hm. Da fahre ich doch tatsächlich vor dem Klaus Steinmetz himself in seinem Commodore. Ich habe den Köpfchen BMW da vorne. Dahinter fährt der Manfred Janke im Werkscapri. Okay. Da haben wir ja bei dem Akademischen, kriegen ja alle Journalisten, Teamchefs und so weiter, Manager und was es da so alles gibt, die kriegen ja dann alle die Werksautos zur Verfügung. Der Manfred Janke war ja damals bei der Automotor und Sport, ne? Der war bei Automotor und Sport, ist ein vorzüglicher Rennfahrer auch gewesen, ja. Hat auch in der Formel V seinen Mann gestanden, das war ein richtig guter, der Manfred. Ist heute auch schon deutlich über 80 und ja, die Jungs, das ist unglaublich. Aber der ist noch so fit wie damals, ne? Der hat sich auch nicht verändert, den erkennt man auch sofort wieder, im Gegensatz zu manch anderem, den du nicht wiedererkennst. Ja. Und was sehen wir da hinten? Da schiebt sich eine Mercedes-Schnauze hinein. Was soll ich sagen, was das für ein Auto ist? Du darfst jetzt einmal tippen, Carsten. Was ist das für ein Auto? Wer drin sitzt, das ist die vielleicht diese rote Sau. Richtig, Volltreffer. Da sitzt der Hans Heyer drin. Oh, und der Hans Heyer, mit dem habe ich neulich telefoniert. Vielleicht demnächst in alte Schule. Ja, und der treibt uns drei vor sich her und hat uns natürlich der Reihe nach aufgeschnupft. Wie soll es anders sein? Das ist so schade. Das Auto ist ja verschollen, das Original, ne? Aber da gibt es ja einen ganz tollen Nachbau von. Aber das ist noch das Original. Und ich habe extra dieses Bild genommen, da bin ich wenigstens noch vorne und er nur Vierter. Zwei, drei Runden später sieht das schon ganz anders aus. Und obwohl er vier Wagenlängen entfernt ist, sieht sein Auto größer aus. Also ist ja, ja auch größer, also, aber das ist ja. Das hat ihm aber gefallen, mit uns da Spielchen zu machen. Der hat uns ganz schön da niedergerissen. Gell? Das glaube ich, ja. Aber es ist halt, der Spaß hat immer im Vordergrund gestanden. Und das war das Schöne dieser Zeit, dass du bei allem, was du gemacht hast, Spaß gehabt hast. Es war nie Stress. Es war immer Spaß, Gelächter, Blödsinn und dabei auch noch Rennen gewinnen. Es ist eine wunderbare Geschichte. Das ist toll, ja. Jo. Und jetzt sind wir schon wieder beim Capri und zwar etwas später, 1972. Da durfte nämlich der Braun tatsächlich den Klemser Europameisterschafts-Capri fahren und der Ford-Sportchef Mike Granefuß, hier kurz dahinter, fuhr das Auto vom Jochen Maas. Und wir zwei haben uns da ordentlich Zunder gegeben und hatten richtig viel Spaß und es war ein Genuss. Und ich bin irre stolz drauf, dass ich einmal im Leben einen Werks-Capri fahren durfte. Ja, und ich weiß, wie viele Anhänger der Capri hat und wie viele Fans. Das ist ja ein Kultauto, dieser Capri AS. In Werksausführung, 2,6 Liter und. Ich kann nur sagen, das war eines meiner größten Erlebnisse, mit diesem Auto in Hockenheim auf einem kleinen Kurs zweimal 25 Runden zu fahren. Das glaube ich. Ich war zwar hinterher platt wie ein Handkäse, ich habe meine Arme nicht mehr gespürt, weil von Servolenkung und solchen Scherzen reden wir da nicht. Gell? Ich habe gedacht, mir reißt die Oberarme aus dem Schultergelenk raus. So brutal war die Lenkung. Aber du, das Foto ist so gut. Ja. Ich kann da gar nicht weggucken, also von der ganzen Schärfe und wie man kann sehen, wie deine Pupillen auf sind fast. Ja. Ne? Das ist ein Bild übrigens von Wolfgang Dresen, Autozeitung-Fotograf, der war in Hockenheim und hat das alles im Bild festgehalten. Richtig. Und da sind wir mit Slicks gefahren schon. Und da war es dann auch schwer, quer zu fahren. Wie man hier sieht, du kannst nicht einen slickbereiften Capri AS mit dieser PS-Leistung, mit dem kannst du nicht nach Lust und Laune und Jokus anfangen, quer zu fahren. Ja, das geht nicht. Da ist der Grenzbereich dann schon schmal, ne? Ja, und da bin ich auch an meine Grenzen gestoßen mit Querfahren. Ich habe das nur einmal versucht und habe es gleich wieder bleiben lassen. Auch anstrengend, ne? Von den Haltekräften und so, ne? Geht nicht. Du kannst es nicht machen. Du stehst sicher mal quer aus Versehen, weil du irgendwo zu schnell warst. Das kann aber nur eine Momentaufnahme sein. Da musst du schnell korrigieren und gucken, dass du das Ding wieder auf Kurs kriegst. Hm. Aber bewusst querfahren, wie wir das jahrelang gemacht haben, ging nicht mehr. Aber es war ein Traum von der Straßenlage, von der Leistung. Überhaupt die Möglichkeit, so ein Auto fahren zu können, zu dürfen. Ja. Wer das erlebt hat, der wird ewig davon zehren, sein Leben lang. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter.
Das ist dann schon der Ausklang meiner Formel-V-Zeit. Hier habe ich ein... Gleich wieder quer weiter. Quer, ja? Ein Motul-Formel-V. Das ist Motul, steht für Motor Tuning ja, und irgendwas noch. Löffelsender. Motor Tuning Löffelsender. Mo für Motor, Tu für Tuning und L für Löffelsender. In Bensberg bei Köln war diese Werkstatt. Der hat wunderbare Autos gebaut. Formel-V 1300, Formel-V, Formel-Super-V. Und ich durfte eines seiner Autos fahren. Wie dieses Rennen ausgegangen ist, das habe ich vergessen bei meiner Schrottstrecke. Das muss ich jetzt noch nachtragen. Also ich habe doch noch einen zweiten Formel-V geliefert, gehimmelt. Der ist nämlich auch zerschellt hier. Oha. Und zwar am Gemäuer von Hockenheim. Das muss ich jetzt nun zu meinem Leidwesen zugeben, wenn ich dieses Bild sehe. Also das haben wir das ganze Rennen, haben wir diesen Zirkus hier veranstaltet und irgendwann bin ich auf einer Ölspur aber richtig dahin geflogen. Es war sicher keine Schuld von mir, aber was heißt Schuld oder Unschuld? Das Ding ist kaputt gewesen. Man muss sich vorstellen, du krachst mit so einem Apparat in das Betongemäuer unten an der Zielausgangskurve und da weißt du Bescheid, wie du aussiehst. Gell? Bin nach links abgebogen statt nach rechts. Aber dir ist nichts passiert? Nee, aber das Auto war wirklich komplett Banane. Und mir hat das sehr, sehr leid getan und ich habe mich auch entschuldigt dafür. Man sollte auch nicht dann hinterher sagen, es hat da Öl gelegen, auch wenn es da gelegen hat. Den Fehler habe ich gemacht. Ich hätte es ja sehen können. Ich habe ja auch sonst den Riecher für Ölspuren gehabt. Es war leider feucht. Du hast es kaum unterscheiden können von einer leichten Nässe. Und das Öl war da und ich bin halt statt rechts nach links abgebogen. Beim Bremsen hat er sich nämlich nach links verabschiedet, ne, auf dem Öl. Okay, na gut. Gut, war eine absolute Fehlleistung und war kein schönes Ende eigentlich meiner ganzen Formel-V-Zeit, muss ich gestehen. Es war nämlich mein letztes Rennen im Super-V. Ui, na gut. Jo, aber nun denn. Krachen verabschiedet aus der Serie. Ja, aber es gibt noch ein schönes Bild und das ist dieses und das erinnert daran, wie ich bis dahin dann gefahren bin. So, jetzt sind wir wieder auf Rallye-Fahrten, haben einen Opel Ascona von Günter Irmscher. Nordland Rallye 1973, ein Werksauto, zugelassen zwar in Winnenden bei Irmscher, aber gehört natürlich zum Bestand von Opel Motorsport und auch da war dann wieder der helle Bein zugegen, der gewechselt war inzwischen von BMW zu Opel und dort, wie gesagt, ist mir dieses Auto zugewiesen worden, samt Co-Pilotin Oda Denker Andersson. Und wir haben diese Nordland-Rallye also mit Bravour erledigt und waren auch dann bei der Siegerehrung bei denen, die die größten Pokale bekommen haben. Das sieht gut aus. Ganz klar zu sagen. Ja, ich war kein guter Rallye-Fahrer, muss ich dazu sagen. Ich war eher ängstlich, weil mir das alles nicht geheuer war. Ich habe mehr die Leitschiene geliebt und auch die Asphaltstraße, wo man alles sehen konnte. Hier geht es mehr durch Stock und Stein und über Dreck und was weiß ich alles. Und man sieht das auch unten am Auto, aber die Oda, eine hervorragende Leiterin. Ich habe immer gesagt, sie ist dann für dieses Wochenende meine Kurzzeiterziehungsberechtigte gewesen, die mich geleitet und geführt hat. Und wenn du dann nicht auf das Wort hörst, was sie sagt, dann rappelt es in der Kiste und dann hast du nichts mehr zu lachen. Ja? Ich wollte gerade sagen, aber da musst du ja auch dich ganz schön trauen oder erstmal umstellen, dass du nur auf den Beifahrer hörst. Ne? Ich glaub, ja, das musste ich auch. Aber was sie hoch erfreut hat, dass ich querfahren konnte. Das ist ja im Rallye-Sport eine feine Geschichte und gehört dazu. Und das hat mir auch sehr geholfen und hat mir Sicherheit gebracht. Es hört sich zwar blöd an, aber wenn ich quer gestanden bin, habe ich mich sicher gefühlt. Mhm. Alles andere war ein Herantasten und da habe ich mich unsicher gefühlt. Die Karre musste quer stehen und dann war es gut. Und im Rallye-Sport war das ja auch schnell. So. Und dann gehen wir vom Rallye-Sport weiter, wieder auf die Rennstrecke, ein Jahr nach dem Capri aus dem Werksrennstall von Fort Köln, hat dann Erich Zarkowski gesagt, lieber Rainer, ich habe großes Vertrauen in deine Fahrkünste, hier ist das Meisterschaftsauto von Dieter Glemser, ein Escort RS, Zackspeed. Das nächste schöne Auto. Die alten Zackspeed-Fans werden das alles noch wissen und erinnern, das war das Meisterschaftsauto von Dieter Glemser 1973 in der Rennsportmeisterschaft, Kurzfassung DRM. Und ich habe das auch oft genutzt natürlich, um mal einen Bericht über das Rennauto zu schreiben. Und so auch hier, da hängt noch der Autozeitung-Aufkleber an der Seite dran. Vorne ist, glaube ich, irgendwo noch RTL und Castrol und alles Mögliche. Und die ganze RTL-Mannschaft war da und hat die Daumen gedrückt und die Autozeitung-Redaktion sowieso. Und der Erich war ganz aus dem Häuschen und der Hans Heyer war mein Instruktor und der Dieter Glemser gleich dazu.
Und alle haben auf mich eingeredet und haben gesagt, wie leicht das Auto zu fahren ist. Und habe ich gesagt, lass mich mal machen, habe mich reingesetzt. Und was war? Ich bin wieder quer gefahren. Er steht schon wieder quer hier. Ne? Und so habe ich das ganze Rennen durchgefahren und habe das Ding leicht und locker gewonnen. Hm. Das war meine Bekanntschaft mit dem Escort RS in BRM-Ausführung. Es war eigentlich auch ein reines Werksauto, was bei Erich aufgebaut wurde und von Erich auch gehegt, gepflegt wurde. Und die Jungs dort, die Techniker, haben dieses Ding wirklich mir hingestellt. Ich glaube, der Helmut Barth war mein Techniker vor Ort, fällt mir jetzt ein. Auch ein langjähriger Zackspeedmann. Ich habe die neulich beim Ultima Grand Prix, Rüttel Racing heißen die, glaube ich. Die haben sie fahren gehabt, dann den Nachfolger davon und den Turbo Capri von Harald Ertl. Ja. Den ist neulich auch der Christa Menzel gefahren. Ne? Ja. In der Sachs-Lackierung blau-weiß. Ne? Genau, genau. Ja. Ach, das ist so ein tolles Auto. Ja, ein tolles Auto war auch die Toyota Celica in Rallye-Ausführung. Da waren wir mal bei der Sachs-Baltic mit unterwegs. Aha. Und zwar mein Redaktionschef Jürgen Reinke, Chefredakteur von der Autozeitung, und ich. Wir zwei haben also uns aufgemacht zur Sachs-Baltic. Das war eine sehr anstrengende Geschichte, weil es auch nachts ging und man nicht schlafen konnte. Und ich gehe ja immer gern mal so um 10, 11 ins Bett. Aber das war alles nix und es war für mich sehr anstrengend. Es war viel, viel Asphalt auch dabei und viel Schotter, wie man hier sieht. Also ein Mischprogramm. Das war ja irgendwo eine Erfahrung, die man machen muss. Aber ich habe mich nicht sonderlich wohlgefühlt bei dieser Rallye. Ich weiß auch nicht, warum. Das Auto war ein schönes, aber die Rallye als solche hat mich sehr, sehr angestrengt und ich war am Ende fix und fertig. Und ich glaube, sehr erfolgreich waren wir auch nicht. Bist du eigentlich immer zum Trainieren gekommen mit solchen Autos oder vor solchen Veranstaltungen oder bist du einfach hin, abfahren und los ging's? Nein. Ich bin angereist zum Punkt X, wenn es losging, und habe die sogenannten Gebetbücher haben wir gekauft. Der Peter Witte, hier aus der Nähe von Köln, aus Widdersdorf, war ein damals sehr gefragter Beifahrer und der hat Gebetbücher erstellt und professionell verkauft, wie sich das gehört. 50 Mark pro Gebetbuch. Je nach Länge der Rallye konnte es auch mal teurer werden. Ne? Okay. Also in der Regel 50 Mark. Dann hast du so ein Gebetbuch gekauft und wusstest genau, was da drin steht, ist das Heiligtum, das stimmt auch. Also volle Kuppe voll und rechts Mittel, das hat dann auch gepasst. Dann wusstest du genau, das kannst du so machen, auf den Mann kannst du dich verlassen. Okay. Ja, das war also das Toyota-Abenteuer. Das war aber jetzt mindestens schon das 15. oder 20. Auto. Dann habe ich hier, das ist eine heiße Kiste gewesen. Da habe ich einen halben Tag lang in der Warner Heide in Köln verbracht, weil Ford eine Produktion machen wollte, eine Fotosession mit dem Escort RS, mit dem neuen. Und sie wussten, dass ich schon ein Auto habe, was ich zu sehr guten Konditionen gekauft habe bei Ford. Und das ist auch auf mich noch zugelassen oder ist auf mich zugelassen mit BM RS 2. Da habe ich noch in Bergheim gewohnt. Und dann wurde der Fotograf dahin beordert und ich musste einen halben Tag lang quer jeweils dieselbe Kurve fahren. Immer wieder, immer wieder. Ich habe einfach nur gesagt, Freunde, ihr habt da jetzt schon genug gesehen. Querer geht's doch gar nicht mehr. Können wir denn jetzt, nein, wir müssen weitermachen und wir müssen ganz viel Auswahl haben und wie das eben so ist mit den Agenturen. Also es war, zum Schluss war es wirklich Stress. Ich habe keinen Helm aufgehabt und nichts, ich habe mich einfach da reingesetzt und habe Gas gegeben, was das Zeug hielt und alles mit meinem eigenen Auto wohlgemerkt. Ja, das finde ich am besten. Wobei ich, wenn ich ihn heute sehe, muss ich sagen, es war schon ein schöner. Ne? Also, ja, bildschön. Ich habe sogar eine Rallye damit gefahren mit dem Karl Mauer zusammen. Da sind wir irgendeine, auch im Norden, irgendeine Rallye gefahren, daher noch die Zusatzlampen hier. Mhm. Ja, also das Auto hatte ich auch ein gutes Jahr, hat mir treue Dienste geleistet und irgendwann haben wir es wieder verhökert. Das ist ein gutes Foto bei rumgekommen, auf jeden Fall. Ja, und dann kam eben das nächste. Ich glaube, dann kam schon langsam aber sicher die Zeit der Ford Granadas. Dann war der Sport vorbei. Ja. So. Das ist wieder ein großes Highlight gewesen. Da war ich natürlich auch wieder ganz hibbelig und aufgeregt in den Tagen davor, als ich erfahren habe, dass der Rüdiger Pfalz mir für das Akademische das Coupé vom Harald Groß aus der Rennsportmeisterschaft anbietet. Das denke ich, mit den brutalen Zeitpipes.
Ja, und das war 1975 beim Akademischen. 1974 ist der Harald ja noch mit dem Renault 5 gefahren. 1975 war sein erstes Jahr mit diesem Auto, mit dem er gleich den ersten Lauf der Rennsportmeisterschaft gewonnen hat auf der Nordschleife. Eine Riesensensation, die ganze Elite geschlagen. Und ich durfte am Jahresende also dieses Auto fahren. Und was soll ich sagen? Querfahren war weniger angesagt, aber gewonnen haben wir trotzdem. Es war der dritte Sieg in Folge mit drei verschiedenen Marken beim sogenannten Akademischen Rennen in Hockenheim, das jeweils immer wirklich exzellent besetzt war. Also ein Sieg mit dem Escort, ein Sieg mit dem Capri und ein Sieg mit dem BMW Coupé. Hat mich sehr stolz gemacht und war auch eine Offenbarung, mit einem solchen Auto einmal zu fahren. Auch hier höchst anstrengend. Muckis waren gefragt, guck dir doch mal die Kabenzmänner an, was das für Hinterräder sind. Ne? Ja, also dass man damit nicht querfahren kann, das ist schon klar. Da träumt die heutige DTM von solchen Rädern, gell? Ja. Das nur nebenbei. Und auch von solchen Autos. Das waren Walzen, waren das. Hm. Walzen. So, also das, wie gesagt, ist ein weiteres Auto gewesen. Und dann kam nochmal der Schritt zurück zu kleinerem. Etwas kleiner. Dann kamen nämlich meine drei wilden Renault 5 Cup Jahre, die ich natürlich sehr, sehr genossen habe im Kreise lieber Freunde und Kumpels und Gleichgesinnter. Das war schon ein Abschnitt meines Hobby-Rennfahrer-Daseins, den du nie vergisst, weil was da an Kampfhandlungen stattgefunden hat und an Schubserei und an Spaß und Gelächter und was weiß ich alles, ist unvergessen. Guck dir mal diesen Zug in Hockenheim hier an, ne? Ich bin da nicht immer vorne weggefahren, das ist jetzt ein purer Zufall. Da ist der Schorsch Weber mit drin, da ist der Jürgen Zerha mit drin, der Wolfgang Schütz und was weiß ich, wenn nicht noch alles. Ich sehe es am Kennzeichen jetzt, da steht Braun. Ja, zum Beispiel. Und auch da war mit Querfahren dann nichts mehr, weil ich habe ja immer Frontantrieb gehasst, das war nie meine Welt. Aha. Und dann hieß es auch, mit Frontantrieb kann man nicht querfahren, das war ein weiterer Punkt, der mich da nie angemacht hat. Aber man hatte mich da überredet vom Hause Renault aus, dass ich doch da mal als Art Pacemaker da vorne mitfahren sollte, weil da war ich ja schon 35, als ich da eingestiegen bin. Das war ja was für junge Leute mit 18, 19, 20. Nee. Man hat mich auch ein bisschen schief angeguckt als alter Sack, aber am Ende haben doch der ein oder andere was gelernt bei mir, weil ich ihnen einfach was vorgefahren habe. Und am Ende haben sie mich natürlich auch, je länger das gedauert hat, meine Präsenz, desto schneller haben sie mich geschluckt. Also am Anfang war ich überlegen, habe auch den Cup gewonnen im ersten Jahr. Im zweiten ist es schon sehr viel schwieriger geworden. Da sind sie schon richtig über mich hergefallen. Und im dritten habe ich dann mitten im Jahreshandtuch geworfen und habe gesagt, nee Freunde, so nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Jeder fährt mir hier in die Kiste, ich habe keine Lust mehr. Hast du keinen Bock mehr auf dich gehabt? Nee, ich hatte auch keinen Bock mehr auf die, weil die waren alle letztlich irgendwo besser. Ich war da viel zu vorsichtig auch letztlich und habe viel zu sehr nach links und rechts geguckt und ja, ich wollte auch nicht mehr diese wilde Geschichte mitmachen, die ich mitgemacht hatte im ersten und im zweiten Jahr. Das hat mir gerade gereicht. Und irgendwann hört dann der Spaß auch auf. Und ja, klar. Sein. Aber war auch eine schöne Zeit. Werde ich sicher nie, nie vergessen. Parallel dazu sind wir noch ein bisschen Alpha Sud gefahren. Auch das, sehr nette Geschichte. Zwar nur für ein Jahr und vielleicht noch ein paar Starts im Folgejahr als Gast. Aber es ging schon richtig vorwärts hier mit zwei Autos im Team. Sind wir in Salzburg, das war das Premiere-Rennen, haben wir gleich gewonnen, Doppelsieg. Und so ging es dann auch weiter übers Jahr und trotzdem keine Meisterschaft gewonnen, weil am Ende gab es richtig Zores und jo. Bist du da wieder vorne weg? Vorne weg, ja klar, aber okay. Es gab dann auch ziemlich viel Ärger und ich will das nicht näher ausführen. Am Ende war das unlustig und ich bin dann zwar noch, glaube ich, Meisterschaftsdritter oder Vize geworden, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie ist die Nummer komplett in die Hose gegangen, weil es da auch Reibereien mit der Sportführung von Alfa Romeo gegeben hat. Und ja, okay. Das war sehr unlustig eigentlich alles. Aber trotzdem, das Auto an sich hat Freude gemacht. Das ging dann auch schon mit Slicks übrigens. Hm. Und im Gegensatz zum Renault 5 Cup, da wurde mit Gürtelreifen gefahren und hier dürfte mit Slicks gefahren werden. Ne? Da musstest du dann auch schon dich zusammenreißen und auch da ist mit Querstehen dann nichts mehr. Gell? Ja, stimmt. So, dann war ich nochmal Gast für Auto Fox mit diesem Alpha Sud. Der hat dann schon Slicks und ist auch dickere Slicks und breiter. Und da war ich dann nochmal ein Jahr später in Mainz-Finden, 77, als Gaststarter.
habe aber nichts mehr gerissen, da waren andere schon viel besser. Wenn du da raus bist aus dem Markenpokal und dann wieder reinkommst, dann das kann nichts werden. Aber wie cool der aussieht mit den Kotflügelverbreiterern und dem kleinen Kühler vorne, ne? Ja. Schönes Auto, hat Spaß gemacht. Manchmal ist es nur wichtig, das Fahren zu genießen mit dem Auto. Dann zählt das Resultat gar nicht so viel, sondern mehr das Fahrerlebnis. Und das hat mir schon auch getaugt mit dem Ding. Super. Jo, zwischendurch hatten wir auch noch, um das nicht zu vergessen, einen Gaststart im VW Scirocco Cup. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Das war 1976 übrigens mit dem Scirocco Cup. Mein Geburtsjahr. Ja, 76, gratuliere. Das war das Rheinpokalrennen zur Jahresmitte. Und VW hat gesagt, wir haben hier ein Presseauto, willst du das fahren? Du bist ja nun ein flotter Renault 5-Pilot. Damals bin ich ja noch 76 kräftig Renault 5 gefahren und dachte, ja gut, machen wir. Und mein Renault 5-Kumpel Wolfgang Schütz fuhr diese Serie parallel sowieso. Und wir zwei haben uns natürlich da vorne getroffen, uns schiebenderweise auch vom ganzen Feld abgesetzt. Hinten haben sie gerungen und gerauft und wir haben uns vorne totgelacht. Ja. Dabei war das Schieben verboten. Und der Wolfgang und ich haben aber gesagt, da scheren wir uns gar nicht drum. Ich habe ihm dann erklärt, wie wir das machen. Es wurde nämlich kontrolliert, wenn du zurückkamst, wurde die Cup-Leitung hat dann die Stoßstangen kontrolliert, die waren alle schwarz lackiert. Und wenn da Abrieb war, dann war klar, die haben geschoben. Ja, so, und dann gab es direkt Zirkus und Disqualifikation und was weiß ich. Ich habe ein Gewebeklebeband in schwarz mitgebracht, schon in weißer Voraussicht. Dann haben wir erstmal die Stoßstangen in der stillen Minute abgeklebt. Dann haben wir geschoben, was das Zeug hält, haben in der Auslaufrunde angehalten nach Training und auch nach Rennen und haben die Klebebänder abgerissen unterwegs und in die Walachei geworfen. Und dann sind wir da vorgefahren. Dann kam der gucken und hat gesagt, ihr habt geschoben. Ich sage, wo haben wir geschoben? Da guckte er und hat nichts gefunden. Und sagte, ja gut, wir haben uns dort geleitet. Wir hatten 15 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. So kannst du mit Schieben wirklich alle abhängen. Und die haben hinten zu 10 geraucht in einem Pulk. Ich habe es im Rückspiegel gesehen. Und keiner hat euch verpfiffen? Keiner hat uns verpfiffen und es war übrigens auch noch ein abgesprochenes Rennen zwischen Wolfgang und mir, weil ich bekam keine Punkte und kein Preisgeld und der Wolfgang dann als Zweiter volle Punkte und volles Preisgeld. Dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann kann ich auch gewinnen und du wirst Zweiter, weil du kassierst sowieso alles. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben ständig die Führung gewechselt und in der letzten Runde war ich halt vorne. War eine nette Geschichte, haben wir sie alle ein bisschen veräppelt. Ne? Jetzt kommt's raus. Ja, fuhren schnelle Leute mit, da fuhr der Manfred Winkelhock mit, da fuhr der Wolfgang Sander mit, der Bachmeier und der Willi Bergmeister, wie die alle hießen. Also das war schon auch ähnlich Renault 5, ein wilder Haufen, der ordentlich gerauft hat. Und weil das alles so gut ging, bin ich dann nochmal beim 6-Stunden-Rennen angetreten mit einem sogenannten Klasse 1 oder Gruppe 1 Escort, serienmäßig Europamöbel-Auto. Dieses Auto gehörte dem Karl Mauer und das war auch derjenige, der mich zur Fahrt mit eingeladen hat. Ein Journalistenkollege, ein Lebenswürdiger, der auch alles durchlaufen hat in diesem Sport, was man durchlaufen kann. Und wir zwei sind mit diesem Gruppe 1 Escort, man höre und staune, Fünfter im Gesamtklassement geworden von 55 Startern. Wahnsinn. Hatten einen Klassensieg und einen Gruppensieg. Mit einem Escort RS serienmäßig 2000. Optisch jetzt nicht der größte Wurf für mich? Nee, einfach ein ganz normales Auto. Mit einer Startnummer, Werbeaufkleber, Europamöbel und zwei Journalisten da drin. Und los ging's. Super. Ja, war 1976, war ein tolles Jahr für mich, weil da habe ich besonders viele Autos fahren dürfen. Und der Karl und ich, wir freuen uns noch heute daran, wenn wir das Ergebnis mal in die Hand nehmen, was wir da wirklich auf die Beine gestellt haben. Und wir waren gleich schnell. Da war keiner langsamer und keiner schneller. Wir waren gleich schnell. Der Karl ist ja auch Renault 5 gefahren zu meiner Zeit. So ist es ja nicht. Und wir kannten uns von vielen, vielen Rennveranstaltungen und Rallyeveranstaltungen. Und der Karl Mauer, das ist ja nun ein Name, das ist ja nicht irgendwer, der da mal um die Ecke kommt, sondern der hat jetzt auch zum Schluss noch die VLN lange Jahre geleitet, war bei Opel PR-Chef, Sportchef, war alles Mögliche. Also Journalist, Automotorensport, das Motorrad, Sportauto, tolle Karriere. Und lebt jetzt in der Eifel und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Hoffen wir es, wenn sie dann mal scheint. Wir sehen uns immer noch, gelegentlich. Ja. So, und weil das so gut ging mit dem Scirocco, durfte ich im Folgejahr 1977 im April auf der Insel Sylt, das war dann das zweite und auch letzte Flugplatzrennen dort, das allererste Rennen mit dem Golf GTI Cup mitfahren.
Das war das Premiere-Rennen. Ich habe das Auto von VW Motorsport bekommen. Das war das Presseauto. Und tja, ich habe mir große Mühe gegeben, da ordentlich auszusehen. War Trainingszweiter, glaube ich. Berthold Bärmel und ich standen in Reihe 1. Und das war eine wirklich ganz harte und heiße Partie mit dem Berthold. Ständiger Führungswechsel. Wir zwei waren weg vor allen anderen, ähnlich wie Wolfgang Schütz und ich in Hockenheim. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und der Berthold hat es gewonnen mit ein paar Zehntelchen vor mir. Aber ohne Schieben. Ich war da wirklich stolz und happy. Und der Berthold, der redet heute noch von dieser Nummer. Und wir diskutieren immer mal wieder am Telefon darüber. Das ist unvergessen. Und er kam dann zu mir und hat gesagt, du pass mal auf, das war so ein Fight. Wenn ich jetzt zum Nürburgring muss, zur Nordschleife, kannst du mir die vielleicht erklären, weil du hast ja mit dem Renault 5 da schon Erfahrung mit anderen Autos. Da bin ich mit ihm einen halben Tag über die Nordschleife. Okay. Ergebnis dieser Nordschleifenerkundung mit Herrn Bärmel war die, dass Herr Kollege Bärmel dann bei seinem Start auf der Nordschleife einen riesen Unfall verursacht hat am Flugplatz mit Abbruch und allem drum und dran. Und, diesen Renntag auch mit den Worten begonnen hatte, indem er durch das Startfeld schlenderte mit seinen Kollegen und sagte, heute ist Fluchttag, meine Herren. Das wurde dann auch ein Fluchttag. Weise Voraussicht. Jo. Ja, dann gucken wir mal weiter. Da sind wir wieder am Nürburgring. Das ist dann 1977. Da steht der junge Herr Braun noch mit schwarzem Haar. Heute ist das mehr grau. Mit einem Hang zu weiß, wie man sieht. Aber es ist also in Ehren. Ja, da ist er, fährt der Braun mit dem Jürgen Reinke einen der berühmten Eckenberger BMW. Das ist ein 320er, da fahren wir das 6-Stunden-Rennen, kommen auch tatsächlich an, gewinnen zwar nicht, aber sind solide gefahren und hatten unseren Spaß. Das ist natürlich auch ein Ritterschlag, wenn du für den Herrn Eckenberger ein Auto bewegen darfst. Ich wollte gerade sagen. Der gibt sein Auto auch nicht jedem in die Hand, gell? Mhm. Ja, wir haben da eine schöne Geschichte drüber geschrieben und hatten ein tolles Wochenende beim großen Preis der Tourenwagen. Für Eckenberger bin ich übrigens auch nochmal in Brünn gefahren, bei der Tourenwagen-Europameisterschaft und zwar mit dem Kalli Hufstadt zusammen. Okay. Wir sind ein paar Mal für Eckenberger. War das ein guter Rennfahrer, der Kalli Hufstadt? Der Kalli war sensationell. Ja. Also wenn du gegen den Kalli gefahren bist, hattest du Liebe, Not und Mühe, ihn zu besiegen. Das war nicht einfach. Der konnte es richtig gut. Der war am Mikrofon genauso gut wie am Rennauto. Ich will mal sagen, also Kalli und ich waren, was die Rennfahrerei angeht, ein Niveau. Okay. Vielleicht hat er nicht das Glück gehabt, so viele Autos fahren zu können, wie ich sie hatte. Mhm. Aber ich lasse auf den Kalli, was die Rennfahrerei angeht, nun mal gar nichts kommen. Okay. Der war richtig gut. Ja. So, hier haben wir nun... das 24-Stunden-Rennen 1991, wir machen jetzt einen großen Sprung, denn ich habe lange Pause gemacht und habe mich dann mehr meiner Arbeit zugewendet. Vor allem die 80er Jahre sind fast rennlos an mir vorbeigegangen. Nur mal hin und wieder ein Gaststart da und dort, kaum erwähnenswert. Aber so dann das 24-Stunden-Rennen hat mich dann ab den 90ern wieder in seinen Bann gezogen. Und da gab es also eine wunderbare Verbindung zu Opel. Zunächst einmal, die uns jedes Jahr ein Werksauto zur Verfügung gestellt haben, sei es über den Herrn Müllner, der ein großes Rennteam betrieb und betreibt, Langstreckenpokal und auch bei den 24 Stunden, oder aber sei es auch bei HG Müller aus Königstein, der auch mit Opel eine Verbindung hatte und oft bei den Langstreckenrennen angetreten ist. Und da hat sich einfach ein Team zusammengefunden, das gut funktioniert hat mit dem Karl Zenne, mit dem Radweltmeister Klaus-Peter Thaler, der auch ein hervorragender Rennfahrer war, der sogar die VLN mal gewonnen hat. Tatsächlich? Okay. Ja, also Gesamtsieger, nicht nur ein Rennen, der ist Jahresgesamtsieger, also Meister geworden, der Klaus-Peter. Okay, okay. Mit dem zusammen und mit dem Ingenieur Haas von Opel und mit dem Karl Zenne durfte ich dieses Auto fahren und wir haben tatsächlich... einen guten Job gemacht und sind auch irgendwo angekommen, nicht ganz vorne, bei so einem großen Feld, das waren ja damals 150 Autos. Die Stundenrennen war ja immer schon riesig besetzt. Ja, aber wir haben mit diesem Auto unseren Job gemacht und sind in der Klasse gewertet worden und waren zufrieden und hatten vor allem Spaß. Ja, das auch der Karl Zenne, ein vorzüglicher Autofahrer, der mehrere 24-Stunden-Rennen erfolgreich absolviert hat. Sein berühmtestes ist ganz sicher das mit Erik van der Pole und Marc Hessel.
mit einem BMW M3 1987, als zum allerersten Mal Dreisat die 24 Stunden rund um die Uhr live übertragen hat. Und da hat der Carl Senne im Wechsel mit Erik van der Poel und mit Mark Hessel, das waren die beiden BMW-Junioren damals, aus dem Auto in die Reportage hinein Bilder geliefert, Fahrbilder kommentiert und. War eine tolle Geschichte. Hm. Ja, also der Braun steht hier im roten Overall und erzählt gerade dem Herrn, das ist der Herr, was ist? Das ist der Hass, dem erzähle ich da gerade ein bisschen was zum Auto und haben einen Fahrerwechsel. Wie es auf der Strecke so aussieht. Ja, und dann sind wir noch einmal beim 24-Stunden-Rennen angetreten 1993. Das ist wiederum ein Auto, in dem auch der Carl Senne mitgesessen hat, in dem der Peter Wiss mit drin war. Das Auto kommt übrigens von Team Schneider. Mhm. Ein wirklich schönes Dreier BMW, ein wirklich schöner Dreier BMW. Wir haben damit sehr solide durchgefahren, hatten keine Zwischenfälle und sind in der Klasse Zweiter oder Dritter geworden. Es ist ein 20 Stunden. 325i und der Teamchef Schneider war sehr zufrieden. Der hat ein strenges Regiment geführt und man musste sich wirklich bei ihm anstrengen, damit man nicht mal ordentlich was auf den Sack gekriegt hat. Er konnte schon sehr streng mit seinen Fahrern sein, egal ob das Journalisten waren oder nicht. Da war also auch der Carl Senne dabei, da war der Peter Wiss dabei aus der Schweiz, der lange Chefredakteur von Motorsport Aktuell war, und mein Autozeitung-Kollege, der Techniker Droste, fuhr da noch mit, der später dann bei Ford in der Presseabteilung die Fäden gezogen hat. Dann sind wir wieder mal beim Akademischen angelangt. Nochmal ein Rückfall, weil einfach die Chance bestand, nun auch mal ein aktuelles DTM-Auto der damaligen Zeit zu fahren. Oh, da durftest du den Mercedes fahren. Das 92er Meisterschaftsauto von Klaus Ludwig. Und da war ich also echt nervös. Und das war gedacht, schon Rennsport pur, oder? Das war dann schon was wirklich Heißes, wo du an deine Grenzen gestoßen bist. Ja, das glaube ich. Und da war mir auch klar, Ron, du wärst nie ein Profi-Rennfahrer. Und Querfahren ging auch nicht mehr so richtig, oder? Also das Fahrerlebnis habe ich genossen. Ja. Ich habe auch gewonnen, um es vorwegzunehmen. Aber es war mit viel Mühe belastet. Und diese Lockerheit und der Spaß, den ich mit all den anderen Autos vorher hatte beim Akademischen, ob Capri, ob Escort oder BMW CSL Coupé, den gab es hier nicht. Vielleicht auch wegen der strengen Mechaniker, die am Rand standen, oder? Ja, dazu gibt es eine Geschichte. Es ging vor allem darum, dass das war ja keine Addition über die Rundenzeiten, am Ende Strich drunter und da hast du gewonnen oder verloren, sondern das Reglement hat gesagt, wir fahren hier zweimal 20 Minuten und es zählt die jeweils schnellste Runde aus diesen 20 Minuten. Ach so, okay. Der hat gewonnen. Ja. So. Weil du dürftest kein richtiges Rennen fahren. Das war verboten damals von der Sportbehörde. Und da haben wir irgendwie Schlupflöcher gefunden und der Veranstalter hat da ein bisschen getrickst. Da hat gesagt, machen wir das eben so, musst es trotzdem stramm fahren. Ja. Okay. Aber da habe ich schon gemerkt, wohin das führt, wenn du in ein Profiteam gelangst und dort auch wirklich gut eingebettet bist. Da ist nämlich Folgendes passiert. Da haben die mich an die Box gerufen. Ich habe mir das Auto übrigens geteilt, fällt mir gerade ein. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Es war nicht nur eine Leistung von mir, sondern auch eine sehr solide von meinem Partner. Im ersten Jahr war es der Klaus Mühlberger und im zweiten Jahr der Günter Wichmann oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, mit beiden habe ich mir dieses Auto sowohl 92 als auch 93 geteilt. Wir haben jeweils gewonnen in beiden Jahren. Und es ist Folgendes passiert. Also wir 93 mussten wir gegen den Alpha vom Pianta antreten. Giorgio Pianta, DTM Alpha, ja, mehr muss ich nicht sagen. Sechszylinder, ne? Ja, 155, ne? So ist es. So, und der Pianta war ja nicht nur Sportchef bei Alpha, sondern war auch ein verdammt schneller Rennfahrer. Und ja, der hat geführt natürlich von den Rundenzeiten her. Und dann hat mich der Gerd Unger und der Jürgen Mattheis, die haben mich an die Box geholt und haben gesagt, Braun, pass mal auf. Du kriegst jetzt, weil wir haben jetzt noch genau 8 Minuten Zeit. Danach ist die Messe gelesen und die Nummer ist entschieden und der Alpha hat es gewonnen. Du kriegst jetzt einen neuen Satz Reifen. Du hast genau eine Runde Zeit, um den anzufahren. In der zweiten Runde musst du deine Rundenzeit fahren und danach ist Feierabend. Ist dir das klar? Ja, danke. Jetzt hatte ich einen solchen Druck. Das glaubt ihr gar nicht. Ich fahre mit dem neuen Satz Reifen raus, suche mir extra ein Loch, wo
wo ich keine Leute um mich rum habe, weil da, bei sowas kannst du kein Kampfgetümmel brauchen. Da musst du alleine sein. Ja, ja. Da bin ich also sehr verhalten, diese Runde von der Box weggefahren, die Outlap, und habe dann tatsächlich ein schönes, großes Loch mir aufgemacht und bin dann diese Runde gefahren. Ich habe nicht gewusst im Ziel, ob ich es gepackt habe oder nicht. Aber die Uhr hat gesagt, ich habe den Pianta um 2 Zehntel geschlagen. Ja, wow, okay. Da haben die sich so gefreut, die Jungs. Ja. Als ob man gerade ein großes DTM-Rennen gewonnen hätte. Das war ja Prestigegeschichte damals. Ne? Ja, aber mir war klar, das ist nichts für mich. Das war mir zu viel Stress. Da habe ich so viel Druck gekriegt, da hat es angefangen, keinen Spaß mehr zu machen. Mhm. Und wenn es mal so weit ist, dann soll man es gleich bleiben lassen. Ja, das waren auch meine, das waren meine letzten Auftritte in Hockenheim. Ja. Ich bin danach nie mehr dort gefahren. Ich habe auch nie mehr ein DTM-Auto unterm Hintern gehabt. Es kam vielmehr so, dass ich dann nochmal den Spaß mir erlaubt habe, 1994 und 1995 mit dem BMW Dream Team zu fahren und mit den Ü50-Burschen, die da alle stehen. Das war nochmal ein wunderbares Erlebnis mit viel Lockerheit und viel Spaß und Freude. Das Schöne dabei war ja, dass wir von Paul Rosche ein Auto gebaut bekommen haben, das wirklich so viel PS hatte, da musstest du nicht viel tun, um schnell zu sein. Musst nur aufpassen, dass du nicht rauslegst. Okay. Es war ein BMW M3 GTR. Das war was ganz Besonderes mit 300 PS. Mhm. Hinten ein bisschen leicht an der Antoniusbuche, weil keine Flügel und kein Boden, also kein Andressdruck. Die ganze BMW-Rennmannschaft war da aus der alten Formel 2, weil die BMW-Leute gesagt haben, das ist eine so tolle Idee, nicht nur die alten Fahrer, sondern auch, dann nehmen wir gleich die alten Mechaniker mit dazu, aus der Formel 2-Zeit, aus der Formel 1-Zeit, die sind alle da im Hintergrund. Super. Und unsere Teamführung hieß Paul Rosche, das war der BMW-Motorenmann, Erich Zarkowski war der Zack, also praktisch der Ford-Repräsentant bei BMW wohlgemerkt, der helle Bein mit der Sonnenbrille, der Mann da hinten im Hintergrund, ganz links, Opel-Sportchef und der Gerhard Weber, Dunlop-Sportchef. Dazu kommt noch der Paul Klee, der da etwa in der Mitte steht. Das war der Organisator für BMW, der ist leider gestorben vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ich sehe auch den Walter Weitzel hier, das ist auch ein alter BMW-Mechaniker und viele andere mehr. Und die ganze Truppe, einschließlich des Karl-Heinz Kaltfell, das war unser Management. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das muss man sich mal reinbringen, dass das ein Spaß war. Und die Fahrerpaarung erst. Ja, eben. Und Hans Hermann ganz vorne als Trainer, oder? Hans Hermann war unser Coach, unser Fahrercoach. Wobei ich den Eindruck hatte, dass der Hans mehr den Spaß genossen hat mit den alten Kumpels, als dass er uns was beigebracht hätte. Davon gehe ich aus. Ja, der Hans, der hat sich da besonders wohl gefühlt. Der hat sich auch keine große Mühe gegeben, da irgendwelche Arbeiten zu veranstalten. Der hat einfach nur mit uns Spaß gehabt und es wurde erzählt und gelacht und getan und gemacht. Das war ein Erlebnis, das ist tief unter die Haut gegangen, muss ich sagen. Das glaube ich. Also wir sehen hier vorne den Hans Heyer mit Hut, den Karl Senne, den Hubert Hane und den Poldi von Bayern. Und im zweiten Auto, die andere Besatzung, ist Heiner Weiß, Jochen Nerpasch, ich bin da auch zu sehen, und der Gerd Schüler lachenderweise. Das ist nicht die Originalbesetzung, die stehen jetzt alle wild durcheinander. Im einen Auto saßen Heyer, Heiner Weiß, Gerd Schüler und ich, und im anderen Auto, Heyer, Poldi, Weiß und ich, im anderen Auto Senne, Hane, Nerpas, Schüler, so war's. Okay. So, und der Poldi hat das Ding dann rausgefeuert in der Nacht in Führung liegend, da war der Spaß dann vorbei, aber trotzdem. Bis dahin haben wir alles genossen. Wir waren froh, dass nicht mehr passiert ist, als dass dem Poldi die Rolex-Uhr vom Arm geflogen ist und er ein bisschen einen Handbruch hatte. Ja, aber da lachen wir heute drüber. Ne? Hätte schlimmer kommen können. Und weil das einfach nichts war, haben wir gesagt, machen wir es im nächsten Jahr nochmal. Ne? Ja, genau. Warum? Dann haben wir allerdings ein Auto bekommen mit weniger Leistung, nur mal kleiner, ein BMW 320i aus der STW-Serie. Mhm. 1995 war das dann und das war wieder ein sogenanntes Ü50-Team, diesmal dann etwas kleiner geraten mit Hans Heyer, mit mir und Klaus Fritzinger auf einem Auto und im anderen mit Rauno Althon, Günter Steckkönig und Gerd Schüler. Da stehen wir nun und lassen uns mal schön fotografieren von der BMW-Presseabteilung. Das war unser Auto und ansonsten war alles wie gehabt. Und da sind wir dann tatsächlich bei einem Vorbereitungsrennen bei der VLN, haben wir einen Doppelsieg in der Klasse gemacht und beim richtigen Rennen sind wir morgens um 10 ausgefallen mit einem Schaden an der Benzinpumpe. Das war's dann. So.
Und dann hat der Braun seinen Abschied gefeiert vom Rennsport. Im Prinzip nach 34 Jahren mit längeren Unterbrechungen zwischendurch. Und das mit dem lieben Kollegen Burkhard Bechtel zusammen. 1999 sind wir das VLN-Finale am Nürburgring im Oktober mitgefahren. Mit dem Drogen-Astra, wie man gesagt hat. Das Auto wurde gesponsert von Keine Macht den Drogen und eingesetzt von HG Müller Sports aus Königstein, den ich von hier aus sehr lieb grüße. Er ist arg krank und ich hoffe sehr, dass er bald wieder auf dem Weg der Besserung ist und einfach nochmal an diesem Bild auch ein bisschen Freude hat. War ein tolles Team, perfekte Arbeit dort, wie alle Teams, die ich bei den 24 Stunden habe genießen dürfen. Burkhard und ich gleich schnell, auch das ein Traum. Der Burkhard kann es ja auch richtig gut und hat viele Reportagen auch aus dem Auto geliefert bei den 24 Stunden. Da haben wir nochmal richtig Spaß mit gehabt, sind in der Klasse ganz vorne gelandet, haben wirklich viel, viel genossen nochmal zum Schluss. Das war dann auch mein Ende, dann habe ich die roten Rennfahrerschuhe ausgezogen und den Overall auch und habe mir gesagt, es war eine irrsinnig gute Zeit, die ich nie missen möchte. Ja, das glaube ich. Hat mir für meine Arbeit viel gebracht am Mikrofon. Es hat mir für meine Geschichten, die ich geschrieben habe, viel gebracht. Die Basis, die ich da habe erleben dürfen in der Praxis, hat mir unglaublich viel geholfen über all die Jahrzehnte bei meiner gesamten Arbeit, egal was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und wo ich es gemacht habe. Mhm. Und das Schönste war das Vertrauen, das man in meine Fahrkünste gesetzt hat, dass man mir die Autos gegeben hat, die keineswegs nun einfach mal ein paar Mark gekostet haben, sondern das waren richtig teure Geräte. Und ich habe sie versucht, jeweils unbeschädigt zurückzugeben. Und ich sage allen, die mir in dieser Zeit ein Auto überreicht und überlassen haben, danke fürs Vertrauen, danke für den Spaß, den ich damit haben dürfte und den Erfolg. Ich werde euch alle nie vergessen. Vielen Dank. War eine schöne Zeit mit über 35 verschiedenen Autos. Beeindruckende Autos dabei und ganz, ganz tolle Geschichten. Das teuerste war wahrscheinlich der DTM-Mercedes, ne? Habe ich so das, wenn man das mal so quer. Ja, vom Fahrerlebnis muss ich ehrlich sagen, also am anstrengendsten war der DTM-Mercedes. Da musstest du wirklich schon deine sieben Sinne beieinander halten und alles richtig machen, sonst ging irgendwas schief. Wie viel langsamer warst du da als der Ludwig? Bitte? Wie viel langsamer warst du als der Klaus Ludwig? Weißt Och, du das? Frag mich doch das bitte nicht. Also ich weiß nur, dass meine Rundenzeit, den Spaß habe ich mir gemacht. Meine Rundenzeit auf dem kleinen Kurs, das war ja der kleine Kurs in Hockenheim, hätte gereicht bei einem DTM-Rennen des laufenden Jahres, das auch auf dem kleinen Kurs mal gefahren würde, für einen Mittelfeldplatz. Nee, echt? Ja, wow. Ich hätte so gestanden, da haben also bei der DTM haben ja da in dieser Zeit bis zu 30, 40 Autos gestanden. Ja. Ich hätte da irgendwo gestanden in Reihe 10, 11. Ja, aber du, das ist ja schon richtig. Naja, gut, aber was soll ich denn im Mittelfeld? Ich meine, wenn ich da mitfahren wollte oder hätte wollen, mitfahren können und dann hätte ich schon weiterfahren sein wollen. Aber das war mir zu stressig. Nee. Ich habe das Rennfahren immer mit Spaß verbunden. Und so soll es auch bleiben für alle Zeiten, so will ich es in Erinnerung behalten. Und ich habe so viel Glück gehabt dabei. A, dass ich mir nicht wehgetan habe. B, dass ich wenig kaputt gemacht habe. C, dass ich nichts bezahlen musste. Und dass ich auch noch Spaß obendrein hatte über all die Jahre. Und weil du gefragt hast, welches Auto denn jetzt das schönste Fahrerlebnis, sage ich dir nach wie vor BMW 2002 und Cabrio S. Danke. Ja, das glaube ich. Gibt es ein Rennen, an das du besonders gerne zurückdenkst? Unbedingt Mainz Finden. Okay. Mainz Finden, mein Heimspiel, eigenes Publikum, eigene Leute um mich rum, eigener Club, HMSC. Ja. Du bist da hingekommen und hast irgendwie das Gefühl gehabt, du kommst hier nach Hause und hier halten dir alle die Daumen. Und da ist dieser Heimvorteil, den ich ja immer wieder beschrieben habe in meinen Geschichten für andere, den habe ich selbst dann in Mainz Finden kennengelernt und muss sagen, es ist ein erhebendes Gefühl, mit einem Heimvorteil im Rücken vor eigenem Publikum anzutreten. Das macht dich stärker, als du eigentlich bist. Das glaube ich. Ja, den Eindruck hatte ich zumindest. Und ich habe in Mainz Finden immer ungeahnte Kräfte freigesetzt und manches Rennen gewonnen, was eigentlich gar nicht zu gewinnen war. Das ist ja das, was momentan fehlt beim Rennsport, wo keiner in den Zuschauerrängen sitzt, wo kein Fußballspiel mit Publikum ist. Also das glaube ich. Dass dieser Heimvorteil, der geht gerade flöten, ne? Ja, und die Stimmung im Fahrerlager und die Leute, die sich da um dich rumscharen und jeder will was und es ist dir gar nicht lästig, sondern du freust dich darüber und genießt das einfach und steigst wie ein König ins Auto und sagst dir, hier kann dich heute niemand schlagen.
Ja. Und das ist auch irgendwo ein Faktor, der eine Rolle spielt. Wenn du ein Rennen fährst, kannst du mir sagen, was du willst. Ja, das ist also diese Rennfahrerzeit gewesen. Ich war immer Hobby-Rennfahrer und ich wollte auch nie was anderes sein. Eine Profikarriere hatte ich nie im Sinn, obwohl viele geglaubt haben, ich hätte es durchaus packen können, aber ich wollte es nie. Mir war mein Mikrofon wichtiger, mir war meine Schreiberei wichtiger und so ist es bis heute geblieben. Ich schreibe noch heute sehr gern, bin noch heute gern mal am Mikrofon zwischendurch. Und wenn es nur hier aus dem Homeoffice ist, wie wir es jetzt machen oder wie ich auch bei Tourenwagen Classic mache, ich werde es auch so lange weitermachen, wie ich Freude dran habe. Und wenn ich das Gefühl habe, es macht mir Stress und es macht mir Schwierigkeiten, und dann lasse ich es bleiben. Das ist ganz einfach. Schön, wenn man das so sagen kann. Ich habe ja fast das Gefühl, du müsstest irgendwann nochmal einen Tourenwagen-Klassikwagen fahren, aber naja. Nein, das werde ich ganz sicher nicht mehr machen. Das ist ja nicht mehr, ne? Aus dem einfachen Grund, weil ich kann in kein Auto mehr richtig einsteigen. Also ich kann schon einsteigen, aber diese hart gefederten Massen ist es für meinen kaputten Rücken gar nichts mehr. Ja. Dieser Rücken ist laut des behandelnden Professors ein Totalschaden, wie er ihn genannt hat. Und ich sollte kürzlich in einen meiner früheren Formel V einsteigen, um da für Fotoaufnahmen zu posieren und vielleicht auch ein paar Meter zu fahren. Und ich habe gesagt, Kinders, da müsst ihr mich reinheben und rausheben und ich habe tierische Schmerzen, tut mir das bitte nicht an. Es ist halt so, wenn du mal auf der 80 zugehst und dann fangen die Knochen an, weh zu tun. Wir sind in ungefederten Massen gefahren, in den 60ern, 70ern und 80er Jahren. Da hat man mit der Federung so viel noch nicht im Sinn gehabt. Da sind alle Rücken dieser Zeit geschädigt und meine ganzen Kumpels von damals, mit denen ich heute telefoniere, haben alle dasselbe Problem. Ja. Bandscheibe kaputt, alles kaputt, kaum Bewegung möglich und so weiter und so fort. Ja, was willst du denn da noch machen? Ja. Deswegen, ich steige in kein Rennauto mehr ein und ich bin auch seit 1999 in keines mehr eingestiegen. Mit anderen Worten, in den letzten 20 Jahren nicht mehr. So. Aber umso schöner kannst du darüber erzählen. Das ist ja auch viel. Ja, ich habe auch kein Heimweh danach. Es war schön, es war eine tolle Zeit. Ich habe sie genossen, Strich drunter. Bilder gucke ich mir immer noch gerne an. Es gibt zu jedem Auto und zu jedem Bild immer viele Geschichten zu erzählen. Kinder, ich könnte euch ja den ganzen Tag unterhalten. Ja. Es war ja nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wirklich war. Aber ich habe gedacht, zumindest mal die Autos sollten wir alle kennenlernen. Fantastisch. Vielen Dank für deine ganze Arbeit, dass du die alle rausgesucht hast. Ja, machen wir doch gerne, wenn die Fans Freude dran haben und das genießen. Und ich lese das ja immer und höre das und man schreibt mir. Und das ist auch Motivation, sowas zu machen. Und wenn ich da Zeit opfere, dann mache ich das gerne. Oder ich mache es erst gar nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Aber ich darf euch allen versichern, ich mache es weiterhin gerne. Und Carsten, du kannst weiter mit mir rechnen, okay? Ja, das ist eine Riesenfreude. Dann hören wir uns nach Adam Riese demnächst wieder. Das machen wir. Ich würde sagen, so in einer Woche zum Beispiel. Wäre doch mal eine Möglichkeit. Ja, in einer guten Woche, sagen wir mal. Lass mir ein bisschen Luft. Machen wir. Ja, Rainer, okay. Bleib gesund. Also. Bis bald. Und am Wochenende viel Spaß bei den Tourenwagen Classics. Ja, danke, danke. Und bleib gesund und fit, fröhlich, kein Corona. Ja. Aufpassen, gell? Ja, auch. Bis dann. Tschüss. Alla, tschüss.